Hallo Freunde der leichten Unterhaltung und weiter geht's bei FIFA 16 Kairam mit Swansea. Der FA Cup steht vor der Tür, die dritte Runde gegen die Wolverhampton Wanderers. Und ja, darf ich mal sagen, nehmen wir mal los. Wir werden mal wieder ein bisschen versuchen durchzuwechseln. McGregor von Beginn an, Fernandes und auch gleich mal Amad versuchen spielen zu lassen. Sturm lassen wir mal alles beim Alten. Wir geben Sigi eine Pause generell. Und ja. Dann versuchen wir das mal so. Denn die Frage ist jetzt, ich habe jetzt noch nicht geguckt. Können wir dann gleich nochmal machen. Was denn so im Januar alles für Spielchen anstehen. Und was mich mal kurz interessieren würde, weil ich mal mein schlaues Blättchen hier habe, FA Cup, ist das jetzt das erste Spiel? Bislang haben wir doch nur im Capital One Cup, glaube ich, gespielt. Also für uns das erste Spiel jetzt im FA Cup. Gespannt, ob wir uns hier durchsetzen können. Vorne im Sturm ist natürlich die große Frage, gerade weil uns Mitju fehlt, wie die Herren das die ganze Zeit so durchstehen können. Ramsey Dowell, Leiter der Partie. Heute gerade unsere Innenverteidigung ja mal nicht bestehend aus Williams und Stones. Gut versucht von Gomez auf Ayew, aber ein ganz klein wenig zu lang. Foulspiel an Key. Ward Prowse. Gute Gelegenheit. Ikeme hält. Safe. Ward Prowse diesmal mit den Ecken, weil ja Sigi der Bank sitzt. Oder habe ich ihn ganz rausgenommen? Baines. Seine ganze Erfahrung da ausgespielt. Gomez, der ist schnell. Der trifft. Weiß nicht, ob er im Capital One Cup schon getroffen hat, aber ich glaube, ansonsten in jedem Wettbewerb schon jetzt ein Tor gemacht. Sensationell. Toller Pass hier. Weiß nicht von wem, ob es von Ayew war. Und der war haltbar. Aber
Aber wie gesagt, gegen die Wolverhampton Wanderers sollten wir ja auch unsere Möglichkeiten nutzen. Das sah im Capital One Cup ja anfangs in der Saison schon ein bisschen anders aus. Da hatten wir zu viele Chancen gebraucht für ein Tor. Jetzt wieder ein frühes Tor. Im letzten Spiel nach 10 Minuten gegen Tottenham, jetzt nach 11 Minuten. McGregor fäustet sich eine. Gomez wollte auch mal den entscheidenden Pass spielen. Aber das hat er auch schon oft genug bewiesen, dass er es kann. Konzept der Wanderers schon mal über den Haufen geschmissen. Was machen sie aber jetzt gut hier? Aber McGregor hat den Ball. Es verliert zu schnell den Ball. Und Ahmad lässt sich da auch austanzen. Pui. Ja, mehr Ballbesitz jetzt bei den Wanderers. Sehr viel mehr Ballbesitz. Das kann uns ja überhaupt nicht gefallen. Gomez verliert, glaube ich, schon zum dritten Mal den Ball. Mahrez. Ja, kein Spiel für Trickserei, möchte ich mal sagen. Was bei uns einige Akteure versuchen. Wolverhampton versucht jetzt hier natürlich mit allen harten Bandagen in unsere Tornähe zu kommen. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Was auf Gomez ankommt, der allerdings wieder den Ball verliert. Also außer das Tor bislang kein gutes Spiel. Wolverhampton mit mehr Ballbesitz, aber noch ohne Torgefahr. Versuch von Ward-Prowse, aber auch der bleibt hängen.
Ja, momentan sag ich mal, so viel können wir zufrieden sein, wenn wir jetzt in die Halbzeit kommen. 1-0. Jo. Okay, hier sind die weiteren Ergebnisse, sind mir ein bisschen zu viel. Stände. Wir werden nachher mal ein paar einzelne Spiele durchgucken. Ich würde mal sagen, wir gehen aber jetzt unverändert. Oder zumindest vielleicht ein Außenverteidiger. Bainsy. Ja, bringen wir mal Tabanu in die Partie. Und ein bisschen Einsatzzeit kriegen. Führt sich gleich mal mit dem Fehlpass ein. Schön von Ayu. Der zerrt und rüttelt, aber trotzdem nicht den Ball gewinnt. Foulspiel. Das gibt die gelbe Karte für Kevin McDonald. Tabanu hier sich gut durchgesetzt. Endlich mal wieder eine Gelegenheit. Schön mitgenommen, Gomis, und Ikemi hält und an den Außenpfosten, aber auch schön gespielt von Pros, aber Gomis genau mitgenommen. Ayu. Und Wolverhampton klärt durch Goulburn. Ja, doch nicht. War doch ein anderer Spieler. Und Mahrez versucht es mit dem Fallrückzieher. Gute Gelegenheit. Aber ein paar Meter daneben gezielt. La Parra kommt für Graham bei Wolverhampton. Mahrez, aber ist doch ein Foulspiel. So, ich glaube, wir können mal wechseln. Traoré raus und Akinfenwa rein. Der Bomber der Nation, im wahrsten Sinne des Wortes. Foulspiel an uns. Viel Glück, dass der nicht ankam, der Ball. Kontergelegenheit. Und oi. Also diese Chance noch zu vergeben. Key. Aber ich wollte eigentlich auch gar nicht zu Key.
Eigentlich wäre besser gewesen, ich weiß gar nicht, wer es war. Ayu vielleicht, ja, Ayu. Zudem wäre es besser gewesen. Aber sonst eine gute Aktion. Gutes, schnelles Spiel. Gitfin war schlechte Ballername. Siebzig Minuten gespielt. Kein überragendes Spiel. Wolverhampton sehr, sehr auf Ballbesitz bedacht, aber ohne große Wirkung zu zeigen. Wir waren in der zweiten Halbzeit besser, aber wir werden nochmal wechseln. Odegaard bringen. Das haben wir schon dreimal gewechselt. Ja. Sonst hätte ich jetzt noch gesagt. Ja, ne. Aber schon, stimmt. Wir hatten Tabanu für Baines gebracht. Einsatz von Ayu. Das war wiederum schlecht. Odegaard. Odegaard. So, wenn er das jetzt macht, dann. Und er macht's. Sensationell. Ausgeliehen von Real Madrid. Und dann macht er hier das wichtige und das entscheidende 2 zu 0. Übers halbe Feld gesprintet. Und Wolverhampton kann da nur zuschauen und daherlaufen. Und auch sein erstes Tor im FA Cup. Nochmal eine Gelegenheit für Wolverhampton. Aber die merken selbst, da ist nichts mehr zu holen jetzt. Gomez und nochmal Odegaard. Ah, schade. Da fehlt ihm dann doch die Ruhe. Aber 2 zu 0. Damit sind wir im Achtelfinale. Glaube ich zumindest. Ich glaube ja nicht, dass es noch ein Wiederholungsspiel oder nochmal ein Rückspiel gibt. So, Ikimi in der sechsten Minute mit der Parade.
Ward Prowse mit der Chance. Dann das Tor in der 11. Minute durch Gommis. Starker Pass und stark durchgesetzt. Ja, dann erst in der 50. Minute die gelbe Karte von McDonald an Tabanu. Ikeme in der 55. mit der Parade. Gommis auf... Nee, diesmal war der Schuss noch selbst von ihm. Dann in der 57. Minute wiederum Gommis, der viele Gelegenheiten hatte. Dann 61. Minute der Fallrückzieher von Mahrez. Key vorbei, ja, das war dann die Gelegenheit, wo es besser gewesen wäre, wenn Ayu an den Ball gegangen wäre, aber hat ja nicht sollen sein. 87. Minute dann Odegaard, was für ein Sprint, da behielt er die Ruhe. Ein paar Minuten später dann erstmal noch die Gelegenheit von Wolverhampton. Und ja, danach dann, nachdem Gomez das den Ball eroberte, blieb er leider nicht so ruhig. Auf jeden Fall 2:0. Die Infos 7:3 Schüsse, 3:1 aufs Tor, 52,8% Ballbesitz. Gommis bester Mann. Torvorlagen Akinfenwa und Mahrez. Also. Auch gut. Die Ergebnisse schauen wir uns gleich an. Und zwar Begegnungen der dritten Runde. Es gibt also Wiederholungsspiele auf jeden Fall. Manchester United muss nämlich eins machen gegen Accrington. 1:1 nur. Fulham verloren. Chelsea hat gewonnen bei Blackburn Rovers 1:2. West Ham hat 1:3 gegen Bolton gewonnen. Charlton hat gewonnen. Crystal Palace hat gewonnen. Arsenal gewinnt gegen Coventry 3:0. Sunderland gewinnt 1:2 gegen Barnsley. Bournemouth gegen Nottingham 1:1 gibt es also auch ein Wiederholungsspiel. Liverpool gewinnt 1:2 bei Brentford. Tottenham gewinnt 2:1 bei Everton, also das war ja schon ein Top-Spiel. Aston Villa gewinnt gegen Portsmouth 1:2. 2:1 besser gesagt, Woodford 5:0. Leicester gewinnt bei Huddersfield 0:2. Hull City schlägt QPR 2:1. Newcastle gegen Crewe Alexandra 4:0. Manchester City gewinnt auch nur knapp 1:0 gegen Sheffield. Stoke gewinnt 4:0 gegen Blackpool. Ja, wir haben gewonnen. West Brom schlägt Southend 1:0. Wigan gegen Southampton 2:2 gibt ein Wiederholungsspiel. Ja. Und das war's. Sehen wir es. Also Southampton, Wigan, Man United, Accrington, Norwich, Northampton, Cardiff gegen Notts und Nottingham gegen Bournemouth. Gibt es also Wiederholungsspiel. Vierte Runde dann 20. und 22.01. Also auch schon wieder bald. Und der Kalender. Wir schauen mal kurz im Januar. Das nächste Spiel für uns gegen Manchester City. Auswärtsspiel. Dann geht es zu Hause gegen QPR. Dann Auswärtsspiel gegen Stoke. Dann Capital One Cup Halbfinale am 18. und am 25. gegen Everton. Dazwischen werden wir FA Cup Spiel haben. Denke mal am 22. Und dann haben wir noch gegen Bournemouth Auswärtsspiel, also vier Ligaspiele und Capital One Cup gegen Everton. Aha, da. Das wird hart, das werden harte Brocken. Ein harter Januar. Und ja, Manchester City also ist dann unser nächster Gegner in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.